Jetzt wird im Notdienst gearbeitet. Erster Stock, Überflutung. Oma ist ja verzweifelt, weiß sie nicht, was zu machen ist. War gerade die nächste zwei Stockwerke oben. Hab gesagt, dass kein Wasser laufen lassen, weil die Spülen stehen schon mal voll. Und wir arbeiten gleich vom ersten Stock. Okay, hier muss man jetzt aufräumen, leicht ausräumen. In dem Bereich haben wir den 40 und hier stehen zwei Waschbecken schon voll. Kommt sie zur Rückstau, wenn oberhalb gespült wird? Das kriegen wir gleich. Na gut, dann wollen wir mal anfangen. Zuerst muss man vorsichtshalber das Wasser raus tun. Machen wir das hier gleich. Schon, ne? Kann man zumachen. Der Siphon sieht ja neuer aus. Da gehen wir jetzt mal mit 16er Spirale. Das ist jetzt mein zweiter Einsatz für heute im Notdienst. Aber ja, bei der Küchenleitung. Der vorige Einsatz war eine Katastrophe. Leicht aus dem Wand, aber das kann ich jetzt nicht vermeiden. Machen wir so und Fluss frei. Jawohl. Ja, da ist ja 5 cm schon drin. Okay. Hole ich meine Spirale und ich sage so, warum der vorige Auftrag war Katastrophe. So, jetzt ist es soweit. Gut. Also jetzt ist es ungefähr circa 8 Uhr. Bei vorigen Auftrag beim Kunde, ich habe Hand gerufen, sage, komme ich in eine halbe Stunde. Sie ist ja sowas von ausgeflippt, dass ich so lange brauche. Und zum Glück bin ich noch Viertelstunde auf Autobahn in Stau gestanden, weil ich wollte da gar nicht mehr fahren. Und da, wo sie gesagt, warum ich so lange brauche, wollte ich sie sagen, warum rufst du nicht gleich Krankenwagen? Sie kommen in 2 Minuten, nehme ich dich mit. Und fährst du, dann siehst du deinen Rückstau nicht mehr. Der Rückstau war gerade mal 2 cm im Waschbecken. Die hatte so eine Panik gekriegt. Unglaublich. Also ich war sowas von auf 180, dass ich nach dem Auftrag erstmal mich beruhigen müsste, bevor ich fahre. Weil sie war ja ganze Zeit hinter mir. Und dann hat sie ganze Zeit gejammert.
Und dann sagt sie noch, wo ich habe gesagt, jetzt müssen Sie zweimal Toilette spülen, damit ich feststelle, ob das jetzt 100er Leitung, WC-Leitung, ob die Küche zusammenläuft. Ne? Nun hat sie gleich angefangen. Wer zahlt meine Wasser? Wer zahlt meinen Strom? Weil sie haben gerade Rohrreinigungsmaschine angeschlossen. Und dann war schon K.O. Ich wollte den Siphon wieder reinstecken, nach oben die nächste 4 Stockwerke hochgehen und alle sagen, Wasser laufen lassen, 10 Minuten und wegfahren. Aber gut, ich habe mich beruhigt und Verstopfung beseitigt. Jetzt bin ich schon mal beim zweiten Kunde. Und ich hoffe, dass heute gegen 10 Uhr ist Feierabend. So, alle bereit? Nur ich noch nicht bereit. Aber gleich. Weil die Oma hat schon gefragt, ob ich das heute wegkriege. Sie war ja kurz vorm Weinen, weil das war für sie eine Katastrophe. Und ja, das kriegen wir weg. Ich hoffe, dass da jetzt keine 300 Bogen drin sind. Jetzt bin ich bereit zum Arbeiten. Unser Licht. Also, so wie das aussieht, das Rohr ist noch alte Wasserrohre aus Gusseisen. Und die sind immer mit 90 Grad Bogen. Da geht es ja nicht so toll durch. Aber wir sehen gleich ein Ergebnis, wenn hier kein Wasser rauskommt, dann bin ich durch, sollte ja kurz, also gleich eine Fallleitung eigentlich sein, sonst wäre kein Rückstau. Und was kriegen wir? 1, 2, 3. Liter. Genau. Jetzt schauen wir mal,
das aussieht, hier oben fließt ab. Machen wir kurz zu. Boah. Schwitzen in Norddienst gehört dazu. Uff. Zieht der richtig weg. Hier kommt nichts raus. Also zusammenbauen, auf Dichtheitsprüfung machen und Kunde zeigen, dass es richtig abläuft. Zusammenpacken, sauber machen und zu dem nächsten Kunde. Okay. So, junge Dame. Ja, ich komme. Einmal bitte zum Anschauen. Ich bin soweit. Vorsicht. Ja. So. Schauen wir her. Was war das? War das Weichfehler oder sonst was? Das war Ablagerung, altes Rohrfett. Altes Rohr. Jetzt. Kommt das woanders auch vor? Wahrscheinlich ja. Hat es viel zu tun. Jetzt läuft es so ab, ne? Aha. Gut. Ist das dann okay? Abfluss ist komplett frei. Genau. Gut. Ach, das ist toll, dass ich das heute gemacht habe. Ich dachte, dass wir da von außen her, oder nein, dass das nein. Die Röhre, dass das da... Das war zwischen erster Stock und der Geschoss zu. Aha. Also zwischen die unteren und denen war das in das Fall. Aber ich habe schon Fallrohr eine zu. Separate Leiche oder Leistung, oder ist nein, das geht ein Rohr von oben und dann kommen immer so Küchen immer rein. So ist es. Genau. Und unten war es da nicht verstopft? Unten war nicht verstopft, das war unter ihre Küche verstopft. Aha. Und deswegen, wenn jemand Wasser oben laufen lässt, kommt hier raus, weil nach das unten kann ich weil kommen. Das war's, genau. Ich gehört habe oben laufen, ja. Und wie gesagt, heute war ich so erschrocken. Stellen Sie sich, ich komme rein und es ist jetzt so. Jetzt ist es fertig. Ah, ich räume mein Werkzeug weg und dann haben wir es. Sind Sie auch heute fertig? Sie haben es aber viel zu tun. Ich habe Notdienst. Also schauen Sie. Das ist für mich? Für Sie beide, ja, ja. Oh, danke. Gut, dass ich heute Kollegen nicht mitgenommen habe, sonst muss ich teilen. Ah, genau. Das, ah, Sie sind aber gut. Sie sind lustig. In Norden sind wir immer alleine. Das ist gut, dass Sie da sind. Ja, genau. Okay, Sie haben es ja auch verdient. Jetzt so spät Dankeschön. Noch kommen, da bin ich schon froh, dass Sie heute noch gekommen sind. Danke. Weil, wenn nicht, ich konnte ja nicht schlafen. Über Nacht wäre ja das dann voll wieder rausgelaufen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt ist Verstopfung weg. Kunde ist zufrieden. Der Rohrreiniger ist auch zufrieden. Das kommt in die Kasse. Und im November mache ich meine Box auf. Dann schauen wir, was ich im ganzes Jahr mein Trinkgeld gesammelt. Also willst du sehen, abonniere, like dieses Video, schreib was in Kommentare. Und im November gehe ich live raus und mache meine Box auf. Bis nächstes Mal.